In dem Buch geht es um Anouk, eine kleine Dame, die genau wie alle Kinder auch ungern ins Bett gehen abends, um zu schlafen. Und dann gibt es eine wundersame Wandlung. Plötzlich tut sie das doch. Und wir wissen, dass sie das tut, weil sie unter der Tür in ihrem Zimmer eines Abends einen Lichtschein sieht und aus Neugierde auf die Tür zugeht, diese Tür öffnet, um nachzusehen, was es mit diesem Lichtschein auf sich hat. Und plötzlich betritt sie eine Abenteuerwelt. Anouk, Anouk. Also die Inspiration ist ganz klar unsere Tochter gewesen. Unsere Tochter war ein Jahr alt, als wir das Buch geschrieben haben. Und es sollte eigentlich ein Geschenk sein, ein Elterngeschenk an Anouk. Und es sollte auch im Prinzip nur ein einziges Exemplar geben von dem Buch. Und dann haben wir eine Illustratorin gefunden, Joëlle Tolognas, die sich bereit erklärt hat, eben die Bilder zu illustrieren für das Buch. Und es ist so schön geworden, dass wir gesagt haben, das soll nicht nur Anouk haben, dieses Buch, sondern eben auch jedes andere Kind, was am Abend ungern ins Bett geht. Also in dem Buch gibt es zwei zentrale Gedanken neben der eigentlichen Kindergeschichte, die wir gerne dem Kind oder dem Leser, auch dem Erwachsenen mitgeben möchten. Der erste ist der Glaube an sich selbst. Ganz trivial erstmal, aber ich finde das eine ganz wichtige Position. Und der zweite Aspekt ist das verantwortungsvolle und bewusste soziale Miteinander. Es ist eine Möglichkeit zu einem Dialog zwischen den Eltern und den Kindern, um sich über die Wertevorstellung im Klaren zu sein und den Kindern den Weg zu zeigen, sich diese Werte, um die es geht und von denen wir meinen, dass man sie an Kinder kommunizieren sollte, anzueignen. Anouk, Anouk. Ich will ins Bett, es wird gleich losgehen. Das Buch ist zustande gekommen, weil es Anouk gibt, nämlich unsere kleine Tochter. Anouk, Anouk.